Gott. Ha? Na, deine SMS tun ich schon wieder. So, Online-Event, nicht erstellen, Blödsinn. Online-Meisterschaft. Lobby beitreten. Dann mal schauen, ob jetzt so eine kommt ohne deine Einladung. Wann ist jetzt 5, wo das war? Na, dann guckst du. Und? Wie schaut's aus? Gut, synchronisiert gerade. Vielleicht komme ich dann so eine, ohne dass ich jedes Mal ins Windows zurückfliege. Ja, vielleicht dadurch, dass ich die Uhrzeit angegeben habe, wer weiß. Ah. Da funktioniert da. Ich habe noch was zum Trinken. Mhm. Ja. Bis gleich. So, Chat einblenden und dann geht's auch gleich los. Wieder da. Hast du jetzt dein Auto auswählen können? Nein. Ich krieg das erste Auto, was drinnen ist. Das ist der NSX da. Okay, dann muss ich noch, müssen wir noch mal aussehen, muss ich das Auto umstellen, wenn du anders willst. Ja, schon irgendwo. Gut. Online-Meisterschaft. Eha. Bearbeiten. Fahrerkader. So, was willst du denn fern? Ja, den McLaren 570S. Straße C, McLaren 570S. Volcanic Orange, wenn du das einstellen kannst, die Farbe. Volcanic Orange. Ich bin nur zwei Orangene. Na, es gibt drei, es gibt McLaren Orange auch noch. Ja, okay. Gut, passt. Speichern und ich wäre. Ich glaube, ich bleib beim Lamborghini. Okay. Obwohl. Ja, wenn ihr das nur wisst, was ich da jetzt für einen gehabt habe. Das kotzt mir an. Ich glaube, mit dem Lambo hast du irgendwas so, kannst du 2,11 oder 2,13er. Mit einem 2,11er Potenzial. Ja. Ja, aber ich glaube, das war auch der McLaren. Mit dem ich recht gut gefahren bin. Na, wurscht, ich nehme ein Lambo. So, speichern. Lobby beitreten. Na? Lobby beitreten. Ah, jetzt. Was? Warships will Update machen? Yep. Jetzt haben wir schon gedacht, was zackt denn da für Auto jetzt bei dir an? Ja, das war irgend so ziemlich heftiges, ja. Mhm. So, können wir loslegen? Ja, ich hab den Stream schon gestartet. Ja, schon lang. Soll ich starten? Soll ich starten? Du bist am Abrunzen, oder was? Ja gut, ich kann eh nichts machen. Ich kann nicht mal für Start abstimmen bestätigen. Ich habe nur Warte auf Rennstart, ich kann mir die Strecken anschauen, ich kann mir die Renndetails anschauen und ich kann einen Text im Chat eingeben. Das war's. Ich hätte aber wartet. Ja, bei mir steht es auch wartet, die ganze Zeit über. Was bereit machen.
Das kommt wahrscheinlich Ah, klick einmal auf deins. Ah, jetzt geht's, jetzt startet er. Ich kann auf nichts klicken. Na, da auf deinen Fahrer, bei die Fahrer, auf deinen Namen, wenn du klickst, kannst du auf Bereit machen klick gehen. Achso, okay. Bummer, 2,7er Zeit, letztens war es nur 2,8er. Hat wer dazu geklickt? Bei mir ist auch 2,5er Zeit. So, im ersten Rennen ist ein bisschen besser für mich ausgegangen wie für den Thomas. Also, es ist ein bisschen besser. Ich habe 12, ich hab 20 Runden Kampf gehabt und nicht gegen diese oder gegen mein eigenes Auto. Ja, und dann hast du, und weil du den Gewinner hast, kennen hast, gedacht, rutsch mal rein, gell? Ich muss sagen, was? Nein, eigentlich nicht. Sicher? Bist du mal reingefahren zweimal? So, Boxenstrategie. Boxenstrategie. Passt. Hm, 3 km/h Nordwind haben wir. Auf jeden Fall mit einberechnen. Natürlich war ich von der Foto, wenn man wissen, wo Norden ist. Und na, ich weiß, dass der Kompass Norden anzeigt, aber. Was mich interessiert hat, ob die Startposition auch was mit der aktuellen Rennpositionierung zum Tor hat. Ja, keine Ahnung, wir haben das letzte Mal gestartet. Das letzte Mal weiß ich gar nicht. Das würde mir ein bisschen Windschatten deine Sorgen. Nein! Du musst eine ganze Strecke raus! Von links nach rechts, nach links nach rechts. Entscheide mir bitte für eine Linie, hä? Nein. Okay. Ja, jetzt weiß ich es wieder. Jetzt wo ich der Hex hier quasi wieder, welcher da das war. Wow. Das hat aber nichts gekostet. Aber ich finde Eisen gestiegen bin. Kannst du was anderes mit dem Auto mit dem Joypad eigentlich auch als bevor in die Eisen steigen? Ja, kann ich wieder auslassen. Also. Mein eigenes ABS. Ja, das Job hat gute Dienst geleistet. Das letzte hat FIFA 2015, ja? Was? Ah, scheiße. Das Job hat gute Dienste geleistet. Das lebt seit FIFA 2015. Ja, ja. Ja, ich hab meins auch noch. Ja, super. Da kann ich irgendwo, ne? Ja, irgendwo in einem Eck liegt's. Ja, da wir nicht viel Chancen haben, wenn der Box nicht verkackt. Und gerade dann passiert's, ne?
Wobei, du bist nur 30, nein, mit 30 Sekunden hinter mir und... Ja, ja, das noch zwei Runden. Ja. Du hast bis mir das letzte Mal gegangen ist. Na, geh, fahr wieder raus aus der Wiese, du Arsch! Das sollst du mit wem du jetzt eigentlich da redest, weißt du? Mit dem Auto. Achso. Ja, ein Kit, weißt du das nicht? Ah, okay. Falscher Hersteller, aber egal. Neicher Kit. Irgendwas falscher Hersteller. Nur neicherer Kit. Ja, okay, dann hast du den Lösen. Noch nicht released. Ah. Wieder mit dem David Hasselhoff. Hast du noch nicht gehört, dass sie einen Neichen angekündigt haben? Nein. Wo wieder, wo der David Hasselhoff wieder die Hauptrolle, eine Hauptrolle spielen soll? Na gut, wir haben in der gleichen Serie auch eine kurze Gastrolle gehabt. Ja, eine Gastrolle, oder? Richtig, genau. Und sie glauben, dass die, dass der mangelnde Erfolg der neuen Serie daran gelegen hat, dass er eben nicht dabei war. Aha. Und jetzt wollen sie wahrscheinlich wieder sowas wie ein Devon spielen in der neuen Folge, vermute ich einmal. Oh Gott. Weil für alles andere ist er halt einfach schon zu alt. Man, ich weiß bis heute nicht, warum der eigentlich eine Schauspielkarriere machen hat können. Als Alkoholiker kommt er besser, gell? Ja. Weil selbst da gibt's bessere. Stabilere. Ja. Weil er spielt Charlie Sheen, ne? Also. Erzähl mir ein bisschen was. Was ist da hinten los? Ja, keine Ahnung. Weißt du, was ich bei Wargaming richtig fies finde? Mhm. Die von Warship sind ja richtig Arsch ausgegangen. Bei diesen Geschenkcodes. Na, lass, was hast denn du in deinem Container drinnen gehabt? Vier Flaggen. Vier? Okay, ich hab sechs drinnen gehabt. Drei mal zwei. Ich hab vier Flaggen drinnen gehabt. Ja. Und beim Ding, bei Warplanes kriegst du zwei Premium-Flugzeuge. Ein Tier 2 und ein Tier 5. Und warum glaubst du, ist das so? Ja, bringen tut's dir ja eh nur was, wenn du das Spiel spielst. Richtig, das werden so, wenn die Spieler wieder zurückholen. Naja, ich weiß es nicht. Ich meine, mir gefällt schon, dass ich jetzt ein englisches Spitfire hab. Premium oder Standardmodell? Premium. Das heißt, du kannst wieder Gold holen, mit Echtgeld, mit dem du dann die Freiheit hier umwandeln kannst. Naja, das ist jetzt momentan mein höchstes Flugzeug, also ich bin erst bei Tier 5. Okay. Deswegen finde ich das recht praktisch. Und die Spitfire ist ein recht guter Flieger. Ja, aber ziemlich kommt der Kalt jetzt gerade an. Das auch noch, ja. Und ich sag ich sag absichtlich die englische Spitfire, es gibt nämlich eine deutsche auch. Da kenne ich mich zu wenig aus. Es hat während dem Zweiten Weltkrieg haben die Deutschen beim Angriff auf England, nachdem die englischen Spitfire permanent die deutschen Bomber aber geholt haben, haben sie sich gedacht, sie machen es auf schlau. Und kapern, also und haben drei oder vier englische Spitfire gehabt und haben so eine Art englische Staffel nachgemacht. Okay. Und die haben es halt mit Deutsch, also englisch lackiert, waren halt umgerüstete Spitfire für die Deutschen. Könnte jetzt ein. Ah, der Basti wird jetzt richtig ein in das Spiel. Was? Den Witz von der deutschen, von der englischen Passagiermaschine, die in Frankfurt landet. Okay. Dazu? Landet englischer Linienflug im Frankfurter Flughafen und der ist ja, wie du weißt, ziemlich groß und wenn du dich nicht auskennst, ja. Bist du mal verloren, wurscht, ob du jetzt Pilot bist, Passagier oder sonst was. Mhm. Ja, und funkt er dann den Tower, ja, hier Flug so und so, wo sind wir jetzt hier und so weiter.
Weil er kennt sich überhaupt null aus, ne? Mhm. Und die im Tower, die deutschen Fluglotsen, schauen da jedes Mal angefressen und sowas, jemanden erklären müssen, zu welchem Gate die Flugzeuge jetzt hinkehren und so weiter. Ne? Mhm. Und irgendwann, nachdem er gerade das fünfte oder sechste Mal angefunden hat, den Tower, die Position, die er jetzt eingenommen hat, eh passt, fängt er an, ja, Tower Frankfurt, am Linie so und so, British Airbase oder was, keine Ahnung. Waren Sie noch nie in Frankfurt? Waren Sie noch nie in Frankfurt? Doch, 1938. Aber ich bin nicht gelandet, ich bin nicht drüber geflogen. Ja, kenne ich einen ähnlichen Witz. Passagierflugzeug, ein internationales Passagierflugzeug landet in Deutschland auf einem deutschen Flughafen und funkt halt in Englisch die Bitte also dass er einen Landeanflug eben angehen möchte. Ja, und Deutsche funkt halt auf Englisch zurück und das geht halt eine Zeit lang hin und her und im Endeffekt sagt nachher der Deutsche zu seinem Kumpel drüben, sagt er, warum müssen wir eigentlich auf Englisch funken? Sagt der Engländer auf einmal durch den Funk, because you lost the World War II. Ja, jetzt kriegst du schon einen schönen Abstand, ja. Wobei ich fahre eigentlich nicht so gute Rundenzeiten. Ja, ich bin's gerade noch schlechter gefahren. Ich bin schon bei der Startzielgeraden im Kiesbett gewesen, kurz. Okay. Das kostet schon einiges an Zeit einmal. Das ist richtig, ja. Aber gut, wie gesagt, bei Boxenschuhe macht es wieder nicht. Was muss ja spannend. Scheiße! Für die nächsten Rennen meinst du? Ja. Du musst ein bisschen motivieren, dass du im dritten Rennen noch Gas gibst. Das war's. Das wäre jetzt zwar nicht wieder so unentschieden, ne? Das muss das dritte Rennen auch unbedingt gewinnen, dass du im dritten Rennen ein bisschen anstrengen darfst. Ah, so meinst du das? Aber das nächste Mal, wenn wir das machen, machen wir auf jeden Fall ungerade Zahl bei den Rennen. Ja. Deine Idee war das mit 4. Hä? Du, das war deine Idee mit 4 Rennen. Ja, aber du meinst, du musst mit nächsten Jahr neu machen, wir haben nur noch 4 Mittwoche in dem Jahr. Ich habe ja nicht gesagt, dass wir mit dem ersten starten müssen, die neue Saison. Ich habe nur gemeint, dass wir dann im neuen Jahr erst eine neue Saison starten halt. Ob das jetzt die erste Jännerwoche, die zweite Jänner oder die dritte ist, ist dann auch schon wurscht. Okay. Ich meine, wir können nur ein fünftes Rennen dazuhängen zur Not, wenn es ist ein Entscheidungsrennen. Dass wir eine fixe Entscheidung haben. Ich weiß gar nicht, wie es beim letzten Rennen war, ich glaube wenigstens die schnellste Runde gehabt und ich glaube, selbst das hast du gehabt. Da war es, glaube ich, noch weit davon entfernt. Ich glaube, er hat 2016er Zeit gefahren und ich war 2013 oder 2026 und 2013, irgend sowas. Okay. So genau weiß ich es nicht. Ich weiß nicht, dass du mal vorgefahren bist. Und durch Vorfahrer deiner Seite habe ich auffallen können. Ja. Und durch einen zweiten Boxenstopp. Weil du hast nur einen gemacht. Ich hab zwei gemacht. Richtig, ja. Ich bin ja dann noch ein zweites Mal reingefahren wegen die Reifen. Aber diesmal habe ich es vor dem Rennen schon eingestellt. Mal schauen, ob er es übernimmt. Das werden wir rausfinden, ja. Ich hasse diese Doppelkurve. Welche? Ja, die bergauf. Ist ungefähr genauso krankhaft wie die Laguna Seca bergab Doppelkurven. Na, du kannst ja Ich müsste mal wieder mal fahren, Laguna Seca. Nein. Doch? Ich ja nicht. Wieso machst du dann ein Auto los, oder was? Wahrscheinlich. Ah, gut zu wissen. Wird unser Entscheidungsrennen Laguna Seca werden. Mhm. Dann stimmen wir den Schaden auf ein und dann mal schauen, wer von uns zwei ins Ziel kommt.
war 14 Sekunden schon. In der Zielgeraden holt den Himmel wieder aus. Ja, jetzt im Stream gar nicht rennen und schaut eigentlich wieder zu. Ich weiß nicht, aktualisiert es mir gerade nicht. Ja, 5 Zuschauer haben wir. Gut, du bist aber einer davon, also. Deswegen wäre es interessant, wenn du mal auf mich wartest, dass die Leute wieder was zum Singen haben. Warum streamst du nicht eigentlich mit? Dann kann ich deine Perspektive unten im Second View machen. Und das geht? Ja, ich kann. Es geht schon, es ist ein bisschen eine Spielerei, indem ich es von der Webseite übernimmt, dein Stream, aber es geht schon. Ich hätte für irgendwas habe ich das damals eingestellt, ich glaube für Warships. Okay. Ich habe gesagt, dass du streamst jetzt wieder öfter Warships und ich habe mir gedacht, dann, dass man so einen Dual-Stream hat. Und hätte halt dann so ein Browser-Plugin eingeben, wo ich dann ein Fenster habe, wo ich halt im Browser dein Stream sehe sozusagen. Aber das wird der Internetverbindung auch ordentlich ins Schwitzen bringen. Nein, ich habe ja eher 100, 150 Mbit. Ja. Weißt du, wo du Zeit verzögert, das ist, wenn du dann meinen Stream quasi übernimmst. Ja, eh ohne Audio. Eh nur Bild. Ja, ist ja wurscht. Ja, das muss man halt einmal austesten. Ja, beim nächsten Rennen mal schauen, wie das funktioniert. Mhm. Mal einen Teststream machen oder was? Mhm. Oh, ich kann mein Auto gerade nicht mehr kontrollieren. Schlecht! Ja. Oh, ich hab Halbzeit. Irgendwie hätte ich doch die KI nur einstellen sollen. Aber das geht doch nicht. Was? Nein, eben nicht. Meinst du jetzt nicht mehr nachträglich, oder? Nein, allgemein kann ich da keine KI einstellen. Okay, was war das letzte Mal, was wir gemacht haben? Ein ganz normales Online-Rennen. Ach so. Weil du gemeint hast, ich nutze die Strecken so aus, ich muss teilweise den Gegenschlag vom Auto auskorrigieren oft, nach der Kurve. Okay. Wenn ich sage, wenn der Lamborghini ein bisschen bessere Beschleunigung hätte, hätte mir auch gut gefallen, aber so... Oh, fuck. Ich würde mich zu lahmarschig aus der Kurve raus. Richtig, ja.
Und gibt's bei dir jetzt dann auch irgendwann einmal, wisst ihr, das Streaming-Projekt oder hast du das Streamen ganz aufgeben? In letzter Zeit aber nein, man muss, dass ich ein YouTube-Video mache. Das was? Dass ich ein YouTube-Video mache. Ich habe echt keinen Antrieb zur Zeit. Aber es wird dann nächstes Jahr kommen, oder? Ich muss jetzt dann einmal probieren, ob mit dem neuen Prozessor jetzt das Division ruckelfrei streamen lässt. Okay. Ich habe damals immer das Problem gehabt, dass das so geruckelt hat beim Stream. Ich glaube, das Division hast du nie gestreamt, oder? Doch, doch, aber bei mir ist flüssig gerannt, aber der Stream hat geleckt. Und ich glaube, dass das am AMD-Prozessor gelegen hat. Okay. Oh, die 10 Runden dauern doch länger als ich erwartet. An die 20 Runden. Ja, wenn du 2 Minuten pro Runde rechnest. Ah, fuck. Endlich einmal ein bisschen Zeit aufgeholt, jetzt verliere ich wieder. Mhm. Jetzt richtig peinlich. Erster Red Dog beim Gruß und ich verspät mich schon. Na gut, das ist deine Sache. Du musst gewusst haben, dass du Red hast. Ja, ja, passt, ey. Ich hab's einfach nur verschwitzt, dass das am gleichen Tag gefallen ist. Sei meine Schuld. Ja. Kannst du dich noch erinnern, dass du die Boxenstrategie gewechselt hast, das Reifen wechselt und so weiter, wie hast du das gemacht? Ja, hab die Reifen eingestellt, auf die er wechseln soll. Ja, aber wenn ich die Boxenanfrage mache, dass ich sage, ich will die Box fahren, wo hat er denn das dann? Unter Wagenverwaltung, glaube ich. Kannst die Reifen einstellen. Ich bin eh schon so weit hinten, ich würde jetzt nicht extra noch schauen. Stabilitätsprogramm, Fraktionskontrolle an der Blockiersystem, hinterer Stabilisator. Na, dann ist es unter Rennstrategie. Strategie wählen, Strategie anpassen, Fahrer wechseln. Strategie anpassen. Dass man das schon wieder nicht anzeigt auf Twitch, wie viel das gerade zuschauen, das ist. All clear, get going! Nein, er hat mir die Reifen wieder nicht gewechselt! Warum nicht? Das kotzt mir jetzt an, hä?
ewig langer Boxenstopp für nix und Wichser, nix, aber Hauptsache 79 Liter habe ich im Sprit, im Tank drinnen. Du brauchst ja auch noch. Ja. Er ist eh noch nicht langsam genug aus der Kurve. Wenn die Boxen einfahrt, bis der endlich mal in der Box drinnen ist. Gott sei Dank ist meine erste Position gleich in meinen Boxen. Ah, bei mir warten sie mit Raffen. Was? Bei mir warten sie schon mit Raffen. Bei mir sind sie auch dort gestanden, aber draufgeben haben sie es nicht. Hier steht sogar Benzin, danach Reifen, danach Reparaturen. Doch, bei mir tun sie es auf. Ja, bei mir sind sie auch 5 Schrauben. Weiter. Wie steht die Boxenkurs? 6 Leute? Was haben wir gesehen? Da gibt es 4 Leute, die 4 Raffen wechseln, aber sie machen es zu zweit. Okay. Aber mit dem Raffenwechseln funktioniert. Ja, ich fahr jetzt nur mehr in die Box, wenn er jetzt wieder nicht Reifen wechselt, dann zieh ich mich, kann ich mehr in die Box zurückziehen. Wieso? Ja, weil mein vorderer Raffen schon auf 1/3 reduziert ist und ich merke, wie er zum Rutschen anfängt die ganze Zeit. Okay, wie hast du das bitte geschafft? Ja, ich bin jetzt nicht so ganz sauber gefahren, wie ich wollte. Ah ja. So, schauen wir mal. Ja, er wechselt die Reifen, ich glaub's ja gar nicht. GG! Muss mein zweiter Boxenstopp wieder mal wenigstens nicht ganz umsonst. Müssen wir trotzdem einmal auf mich warten, damit wir wenigstens ein bisschen was zum Fahren haben? Da sieht ja eh schon die und die beste Rundenzeit, denke ich ja sowieso. Keine Ahnung, was hast du für beste Rundenzeit? 2:12. Ja, dann geht's mir. Mit einem Potenzial auf 2:8, aber das will ich eh nicht rausholen können. Also das Potenzial zeigt er mir nicht an, da muss ich mir erst das gut anstellen. Was ist deine schnellste Runde? Platz 10 irgendwas. Okay. Also, fahr halt auch noch mal in die Box. Ja, ich bin da 2 Minuten 40 hinter dir. Nein, 52 Sekunden, denke ich mir, 2 Minuten kann nicht sein. Dann gehen wir 50 Liter rein in das Häusl. Mehr, ich hab 80 Liter drin. Ich hab jetzt schon eine 30 drin, 50 kommen wir dazu. Achso. Ich will mal fair bleiben, ne? Ich hab jetzt hier so einen hohen Bankkurs. Aha, okay. Safe. Servus! Das ist nur ein Livestream, aber ist wurscht. Wer ist denn das? Bibi, das war schon. Wir sind im Livestream. Jetzt kannst du sicher sein, dass jemand auch ohne Server-Admin da in den Kanal reinkommt. Wie das schon ein paar mehr erklärt hat. Ja. Müssen wir den halt. Wie gesagt, es ist mir bewusst gewesen, dass im Livestream leider einer kommen kann. Okay. Im Livestream selber stört es mich ja nicht so, bei einer Aufnahme stört es mich, darum ist der Aufnahmekanal extra nochmal Passwort gesichert. Mhm. Aber wenn ich Livestream habe, nachher will ich nicht jedes Mal auf den Desktop zurückwechseln, wenn jetzt einer dazukommt. Okay, jetzt wird es nochmal geraufen. Servus, Mann, wir sind im Livestream. Also jetzt zwei mehr raufgewechselt für Akku mit der Runden. Yay! Yay! Und bist du schon in dem nächsten Ziel? Ah. Ja, gerade durchgefahren. Mhm.
Soll ich die Viere lassen oder kommst du von selber Viere? Ja, ich muss eh nachkommen. Vermute ja. Wobei jetzt so ein bisschen mehr Sprit im Tank, als ich jemals drinnen gehabt habe. Und kalte Raffen in dem sind dazu, oder? Nein, die sind eher aufgewärmt. Ja. Also der Boxencrew hat vergessen. Also wenn man zumindest das grüne Auto, das kann auch immer noch ein Bug sein. Ein Feature. Feature. Gibt keine Bugs, nur Features. Deppert, der Lampe, jetzt lenkt er so über LKW. Ja, jetzt ist er doppelt so schwach. Aber macht nichts, meiner genauso, brauchst keine Angst haben. Ja, ja. Jetzt kann ich beim Futter, dass ich ein bisschen eine bessere Beschleunigung habe, als du auch baden gehst. Ja, ja, es gleicht sich ja wieder aus. Wie gesagt, ich habe auch noch immer 74 Liter drinnen. Gut, so viel bin ich drinnen gehabt. Ich glaube, mehr als 72 Liter bringt das Ding halt rein. Ich habe 50 Liter eingestellt und ich habe jetzt gehabt, 39, wie das erste Mal, also das zweite Mal reingefahren bin, ich jetzt über 72 dran gehabt. Okay. Aber anscheinend dürfte der Lamborghini schneller sein, wenn er schwerer ist. Kannst du nicht sagen? Ich bin eine Minute langsam, dass meine Schwester unten seid. Warum wohl? Ich bin gerade momentan relativ gleich mit meiner Schnellsten. Ich habe die Bremspunkte ein bisschen zu früh momentan noch, aber sonst hätte ich vielleicht sogar eine neue schnelle Runde bei mir machen können. Okay. Oh, es wird sogar ganz knapp eine neue schnelle Runde um ein Zehntel. Es sind immer nur 2,12. Mhm. Ja, aber ist ja nicht so schlecht. Ah, und jetzt verkacke ich es wieder mal in der ersten Kurve. Wieso? Ja, zweit rausgekommen. Das Übliche halt. Gleich mal 3 Sekunden kostet. Gut, ich bin zum einen wirklich sauber gefahren, ja. Aber das sind die Bremspunkte komplett anders, wenn das so schwer ist, das Häusl. Was glaubst du, warum ich fahre wie eine Großmutter und Gusch? Ich wollte nichts sagen. Du hast das gedacht, ich hab's gehört. Ich mag dich nicht, du kannst Gedanken machen. Ich fahr gleich noch eine Box und saug mir den Sprit wieder aus. So eine schöne Linie haben wir schon gehabt, weißt du? Er rutscht nicht so mit dem Gewicht. Bei mir merke. Wenn der Ankurven vor dieser Links-Rechts-Kombination, fangen da immer ein bisschen das Rutschen an bei mir. Okay. Und diesmal aber nicht. Vielleicht hast du davon wirklich jetzt eine bessere Linie gehabt. Nein, ich bin's eigentlich gefahren wie sonst da immer. Der Kuss wird mich hassen. Ja. Aber er kennt ja schon. Was willst du damit jetzt sagen? Gar nichts.
Entweder fährst du jetzt immer schneller oder irgendwie immer langsamer. Ich fahre zumindest momentan relativ konstant die 212. Ich habe das Gefühl, es wird damit mehr Gewicht ein bisschen besser auf der Straße liegen. Und hat keine Bürger, der mir den Arm bei 5 Runden gefahren. Alter, dafür ist, was ist jetzt los bei dir? Ja, aber mit Kiki von wieder A2, wie viel Zeit mehr fahren könnt das? Jetzt könnte es dann langsam auf mich warten. Ja, ich brauche nur spätestens in der letzten Runde auf die warten. Ich meine, du musst was herzahlen. Na gut, dann warte halt auf die. Ich hab mir gedacht, du holst mich von selber ein. Ja, hab ich auch geklappt, aber ich sollte nicht starten, wenn der Box war, vor allem 2013 oder höhere Zeiten. Ich fahre es ein bisschen vorsichtiger jetzt. Im ersten Abschnitt fast 2 Sekunden langsam als meine schnellste Rundenzeit. Ja, was ist jetzt? Vorher ist eh schon Arsch warm und du bist immer noch 9 Sekunden hinter mir. Ich fahre halt immer so die ganze Zeit schon. Ich bin jetzt 3 Sekunden langsam, dass man schnell die Runden zeigt. Ich fahre aber dafür anders. Ist da vielleicht andere Reifen drauf da? Nein, eigentlich nicht. Ah, da hat er erst mal das Rutschen angefangen. Ist langsam gewesen. Jetzt? Ja, ist mir jetzt ein bisschen in der letzten Kurve ins Rutschen angefangen. Also die erste Kurve geht jetzt überhaupt nicht mehr zum Fahren.
Na, die Kurven, da fangen wir immer das Rutschen an. Bisschen mehr auch, aber nicht so arg. Na, die Kurven da habe ich gemeint. Die, was jetzt kommt. Ja, wenn du die Vollgas durchhandelst, ja. Sicher, glaubst du, die geht ja vom Gas aber. Ich muss mit dem Schwan blumsen, dann da kurz vom Gas aber gehen. Okay. Ich bin in der Wiese draußen. Ich kann nicht gesprochen, wenn du in Mürbel drin unterwegs bist. Oh, zwei Runden noch. Vor allem das Scheißding verbraucht keinen Sprit, Alter. Ich habe immer noch 60 Liter drinnen. Ja, 55. Zwei Kurven, eine Sekunde langsamer. Ich bin 2 Zehntel schneller. Dritte Kurven, 1,5 Sekunden langsamer. Pah. Ich habe nicht verlangt von dir, du sollst in die Box fahren und deinen Tank überbefüllen. Es hätte nur gereicht, wenn du auf der Strecke gewartet hättest auf mich. Ja. Oh. Spät bremst? Na, ich wollte doch gestört werden. Oh Gott, das war viel zu spät. Oh. War die Abkürzung. Habe ich machen müssen. Ja, das hätte ich jetzt machen können, aber ich war nur ein Passagier gerade. Check gemacht, die erste. 7 Zehntel langsam ist meine schnellste Runde. 8 Zehntel, nein, 1 Sekunden. 1,1, 1,2. 1,7. Ja, jetzt musst du hinter mir einbremsen, sonst fährst du mal rein. Das ist schon klar, dass du jetzt. Nein, ich habe mich jetzt in der Hand bremst. Ich habe mich versucht, das Auto verstecken zu halten. Du weißt mir jetzt überhaupt nicht den Weg. Okay. Geschoben. Mhm.
Nein! Sorry! Das war jetzt echt beabsichtigt. Ich hatte aber nein und sieh, wie hinter mir der immer näher kommt. Ich war wirklich voll in der Ast drin. Es hat nicht so ausgeschaut, es hat ausgeschaut, wie wenn du ungebremst in mir reingeknallt warst. Okay. Boah, auf jeden Fall nicht dafür. Ich hab so ziemlich alles versucht, bis auf die Handbremsen, die haben wir nicht mehr eingelegt auf die Steuerung. Ja, ich sag das noch einmal, ja, in einem virtuellen Spiel bringt der Gesichtsbremsen noch weniger wie in der Realität. Ja, das gab's aber nicht jetzt tun, Alter. Ja, zieh mir ein bisschen, komm. Mhm. Was denn? Ja, du bist langsamer gewesen, als es sich bevor sie geklappt hat. Okay. Machst du jetzt so? Ah, das passiert mir ab und zu, dass ich da ein bisschen zu weit rauskomme, wenn ich die Kurven schlecht erwische. Okay. Aber ich bin ich bleibe in deiner Nähe. Keine Angst. Okay. Gut, ich komme nur mit dem Tank her davon. Dann wir fahren nur mit 10 oder 20 Runden, wir dürfen immer die Box. Ich bleibe hinter dir. Ich will trotzdem die Kurve fahren. Oh. Krampf. Was heißt? So, wie schaut das Gesamtergebnis jetzt aus? Müsste eigentlich Gleichstand sein. Ah, weiter. Ja, es kommt. Ja, 43 Punkte beider. Ah, perfekt. Gut, passt. Ja, liebe Leute, hat mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Nächsten Mittwoch wieder, 19 Uhr geht's weiter. Beziehungsweise... 20 Uhr. 20 Uhr, ja. Stimmt, 20 Uhr, ja. Ich sag's nur einmal dazu, wer in der nächsten Season, im Jahr 2018 teilnehmen möchte, bitte PN an mich. Und alles Weitere erklären wir dann bei Interesse. Ja, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Das war's von meiner Seite. Ja, von meiner Seite nochmal übersetzt, bei Sascha, wenn man sagt, bei Interesse wird es ja erklärt. Wir müssen uns ja selber mal ausdenken, wie das funktionieren wird. Psst. Wir haben noch keinen Plan, aber dafür haben wir eine ganze Menge. Genau. Deswegen wünsche ich mir einen wunderschönen guten Abend und schaltet jetzt beim nächsten Stream wieder ein. Tschüss. Baba.